stand hier vor der Absperrung neben der Presse und dann kamen auch zwei Polizisten gerade mit einer Wanne gefüllt mit ein bisschen Wasser und noch zwei lebenden Fischen drin. Genau, es war ein echt trauriger Anblick. Die waren ganz ruhig dort im Wasser, aber sie meinten, sobald sie dann im Becken waren, waren sie auch wieder lebendig. Ja. Die Polizei und Feuerwehr haben schon gesagt, also es gab überlebende Fische, wenige von den 1500, die leider gestorben sind, aber ein paar wenige in so großen Wannen konnten sie noch transportieren. Es gibt jetzt den Fall, dass es gibt Süßwasser- und Salzwasserfische, die jetzt erstmal im Keller aufbewahrt werden in Tanks, damit sie sich erstmal beruhigen können. Und dann langfristig ist wohl der Plan, dass die Süßwasserfische in den Zoo unterkommen werden und die Salzwasserfische hier im See bleiben. Genau so ist jetzt erstmal der Stand. Ist einfach nur tragisch und schlimm, das hier alles zu sehen, sich vorzustellen, was mit den Fischen passiert ist in der Kälte, wie qualvoll sie erstickt sein müssen und erfroren sein müssen. Und wir bedauern das einfach sehr. Wir trauern sie um jede einzelne Seele, die gerade ihr Leben verloren hat, und kämpfen weiterhin dagegen an, dass solche Riesenaquarien oder überhaupt Aquarien gebaut werden. Und genau, das nächste Projekt ist die Coral World, die wir hoffentlich verhindern können. Weil genau sowas nicht passieren sollte. Also wir bleiben dran und seid gern Sonntag dabei bei der Mahnwache für jeden einzelnen Fisch, der hier gestorben ist. Danke.